Mein Traum war es immer, mit dem Hintern im Wald zu wohnen und mit der Nase am Wasser. Mein Name ist Jan Sprenger und ich betreibe seit 2008 für die Gemeinde den Hafen hier in Behöft. Den ersten Kontakt für den Bau des Windparks hatte ich mit Mitarbeitern von der ERNBW, die hier einen Hafen gesucht haben. Wir sind Deutschlands nordöstlichster Festlandzipfel, hier passiert sonst nie was. Als ich gehört habe, hier wird ein Windpark gebaut, da haben wir gedacht, geil, jetzt kommen Menschen. Also es ist eine schöne Entwicklung für diese Region. Mit dem Bau kamen nachher auch die Schiffe rein und als Betreiber des Hafens ist man natürlich interessiert an Schiffe, an Schiffsbewegungen hier im Hafen. Das bringt uns ja Einnahmen und Einnahmen auch der Gemeinde, auch wegen den Steuergeldern, das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch sehr wichtig. Mit der ERNBW Leitwarte sind natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen worden über den Tourismus hinaus. Mit dem Offshore-Betrieb sind Offshore-Servicekräfte gekommen, Bürokräfte gekommen, die die Überwachung zu tätigen haben. Und dadurch hat sich das auch wirtschaftlich verbessert, das Ganze. Mein Name ist Thomas Reichenbach, ich bin Bürgermeister. Und das ist schon gigantisch, was da die deutschen Unternehmen leisten, im Offshore-Bereich auf dem Wasser so eine Mühle überhaupt aufzustellen. Und ich war vor Ort gewesen und es ist einmalig. Nur die Bedenken waren natürlich, dass man den schönen Blick nicht mehr hat aufs Wasser, komischen Windmühlen da, die den ganzen Tag drehen und dass man da eben auch Einbußen hat im Tourismusbereich. Das waren so die Bedenken gewesen, die man hatte, ne? Aber hat sich so nicht bewahrheitet, das Ganze, ne? Wir haben ja hier nicht nur Berufsfischer bei uns in Behöft, sondern immer mehr auch Angeltourismus. Also man weiß da, wo diese Anlage steht, da ist Fisch ohne Ende. Weil die Fische sind ja auch nicht dumm. Da darf keiner rein, hier habe ich meine Ruhe. Und das ergibt sich so, wie so eine Art Riff ist das da unten, ne? Also ich sag's mal so, auch wenn ich kein Meeresbiologe bin, aber das ist so eine positive Auswirkung auch für den Fisch dort. In unserer Ortslage ist der Windpark eigentlich nur positiv. Er bringt Arbeit, er bringt Beschäftigung. Also wir können da nur positive sehen. Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass hier Energie hergestellt wird, die sauber ist. Und wenn diese ganze Geschichte von unserem kleinen Hafen aus verwaltet und betrieben wird, macht einen das schon richtig stolz.